Mein Name ist Viktoria Kühl. Meine Freundin nennt mich auch Vicky. Ich habe mich für den AzubiStar 2021 beworben. Mit diesem Preis werden Auszubildende ausgezeichnet, die mit ihrer Ausbildung und sozialem Engagement ein Vorbild für Jugendliche vor der Berufswahl sind. Der Beruf des Mechatronikers beinhaltet sowohl Elektrotechnik als auch Metallbearbeitung. Ich habe im September 2019 meine Ausbildung zur Mechatronikerin bei Böhringer Ingelheim begonnen und befinde mich nun im zweiten Ausbildungsjahr. In meinem Jahrgang sind 6 Mechatroniker, darunter ich als einzige Frau, weshalb ich schon mehrfach gefragt wurde, wie ich das überhaupt unter den ganzen Männern aushalte. Worauf ich meistens antworte, dass ich es durch die Feuerwehr gewohnt bin, mich in einem männerdominierten Umfeld aufzuhalten und zurechtzukommen. Ich bin bereits mit 10 Jahren in die Jugendfeuerwehr Bodenheim eingetreten und bin so in dieses Umfeld hineingewachsen. Mit 16 Jahren bin ich dann in den aktiven Dienst übergetreten und seit ich die erforderlichen Lehrgänge bestanden habe, auch bei Einsätzen dabei. Bevor ich 2019 mein Abi geschrieben habe, habe ich mir die Frage gestellt, die sich alle Jugendlichen kurz vor ihrem Schulabschluss stellen: Was mache ich nach der Schule? Für mich war schnell klar, dass ich nicht direkt studieren möchte und stattdessen lieber etwas Praktisches lernen möchte. Daraufhin fiel meine Entscheidung auf die Ausbildung zur Mechatronikerin. Durch meine Aktivität in der Freiwilligen Feuerwehr hatte ich keine Sorge, in einem technischen Beruf zu arbeiten, in dem ich als Frau in der klaren Minderheit bin. Denn am Ende zählt einzig und allein die Arbeit, die ich abliefere. Deshalb bitte ich euch, wenn ihr mich als AzubiStar 2021 sehen wollt, dann vote für Vicky.